Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu einem Update-Video. Valvoric im Juli. Und heute informiere ich euch über den aktuellen Stand der Projekte. Kündige ein neues Projekt an. Es gibt auch eine neue Plattform, wo ihr mich finden könnt. Und ich schneide auch gerade an einem kleinen Urlaubsvideo. Ich wollte das eigentlich ganz gerne noch dranpacken ans Update-Video, musste dann aber feststellen, das ist doch eine Menge Arbeit, weil ich neben den 2600 Fotos, die ich gerade so durchsichte, auch noch die 300 Videos, die ich gemacht habe, durchschaue und dann die besten Szenen zusammenschneide und euch dann so ein eigenes Video präsentieren möchte über den Urlaub Australien und Tasmanien, den ich ja im ganzen August, im ganzen April über gemacht habe. Ja, und jetzt kommen wir erstmal zu den aktuellen Let's Play Projekten. Motorsport Manager, wir sind aktuell bei Folge irgendwas 215 oder so. Könnte aber die letzte Saison sein, wegen der Bugs. Die sind doch ein bisschen nervtötend geworden. 235 Folgen wären das dann circa sein. Und das ist dann mit Abstand das längste Let's Play bisher. Auch das am kompaktesten gebrachte Let's Play, weil ich habe bisher noch nie jeden Tag eine Folge rausgebracht von einem Let's Play. Ich glaube, es war nur mal kurz eine Pause. Und einmal hatte ich keine Folgen mehr und einmal war, ja, war Urlaub und da hatte ich dementsprechend auch keine. Aber ansonsten wirklich Hammer. Ich werde den Spielstand wahrscheinlich auch weiterführen. Vielleicht nicht als reguläres Let's Play, sondern einfach mal, um diverse Dinge herzuzeigen. Ich glaube nämlich gar nicht, dass irgendjemand auf YouTube schon so einen langen Spielstand hat wie der von mir. Und dementsprechend könnte ich da ganz coole Sachen herzeigen, die vielleicht noch keiner kennt. So bezüglich der High-End-Gebäude. Da sind wir auf einem ganz guten Weg. Wird sich die Saison nicht mehr ausgehen, alles herzuzeigen, aber wie gesagt, so ein Spielstand, den speichere ich mir auf jeden Fall und vielleicht gucken wir da dann hier und wieder rein. Gut, nächstes Projekt, Stellaris, über das läuft lange. Wir hatten ja kurz befürchtet, weil Utopia rauskam, diese neue Version 1.5, dass es nicht mehr funktioniert. Wir haben von den Abonnenten auch schon gehört, dass es da zu Problemen kommt und dass man den Spielstand nicht fortsetzen kann. Mittlerweile gibt es ja Version 1.8, glaube ich schon. Also jetzt arbeiten wir in letzter Zeit extrem fleißig an Stellaris, wo lange Zeit Funkstille war. Wir haben es aber trotzdem geschafft, die 1.4.1 intakt zu halten und die werden wir auch nach wie vor weiterspielen. Wir sind jetzt aktuell bei Folge 100 irgendwas, 108 oder sowas. Das läuft doch richtig lange, also bis Jänner nächsten Jahres haben wir jetzt mal erstmal Folgen. Ja, das geht ganz gut voran und macht auch nach wie vor eine Menge Laune. Dann als neues Projekt habe ich TTT, Trouble in Terrorist Town. Und da bin ich mir noch gar nicht so sicher, wie ich das hochladen soll. Ihr wisst ja, ich habe diesen Upload-Plan und mir ist der Struktur sehr wichtig am Kanal. Aktuell haben wir das so am Laufen, dass wir alle 2 Tage was bringen. Das passt aber mit meinem Upload-Plan nicht so wirklich. Ich hätte gerne lieber Wochentage. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich das gerade umstrukturieren soll. Beispielsweise, dass ich dann halt die Folgen Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag bringe. Und jeden zweiten Sonntag quasi dann eine Folge bringen, damit sich es wieder in Summe auf die 7 Mal rauskommt, die anderen die Folgen raushauen. Dann als neues Projekt auch noch Ben und Ed. Mal schauen, wir haben die die Maps, die vom Spiel aus drinnen sind, schon durchgespielt und wir sind gerade dabei, die Workshop-Maps zu machen. Da werden wir aber sicher nicht alle machen und das ist dann auch ein bisschen abhängig, auch das Projekt vom Anno, weil der Anno wahrscheinlich eine Sommerpause macht, wird da euch nochmal ziemlich sicher informieren in einem Video. Und das wird dann auch Ben und Ed betreffen und dann bin ich mir nicht sicher, ob wir noch weitermachen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal um die 20 Folgen im Kasten. Das heißt, da gibt es auch noch schöne Zombie-Action, die euch dann noch erwartet, die nächsten Tage. Was gab es sonst noch? Formel 1 2016 habe ich ja auch drinnen stehen als unregelmäßig in meinem Banner. Ja,
dabei wird es auch bleiben, wird wahrscheinlich eher abgesetzt, weil die Jungs jetzt schon am Ende der Saison sind. Ich glaube, es ist nur noch ein Rennen zu fahren und da ist die Luft bei allen, glaube ich, raus. Also es scheint sich jetzt wirklich schon durch die Bank auch das einzustellen, was ich von Anfang an gesagt habe. Es ist einfach ein Scheißspiel. Es ist einfach mies programmiert. Es ist wie 2015, vielleicht ein bisschen besser, was ich gehört habe. Aber ich bin so froh, dass ich 2015 nicht gekauft habe und 2016. Wenn ich es zurückgeben hätte können, hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Es ist ein mieses, mieses Ding und ich spiele es eigentlich nur, weil es halt lustig ist, mit den Jungs was zu spielen. Wir werden uns aber wahrscheinlich da wieder auf ein anderes Rennspiel fokussieren und das wieder vorantreiben. Weil 2016, es ist halt einfach schlecht programmiert von der KI, man kann nicht sagen. Und drum schiebe ich jetzt Codemasters auch sicher kein Geld in den Rachen und bestell ein Spiel vor, F1 2017, wo ich noch nicht weiß, ob diese Bugs behoben sind, ob sie ähnliches hinkriegen, ein gutes Spiel zu programmieren oder nicht. Also da lasse ich mich noch auf jeden Fall überraschen und warte erstmal ab, was sie denn so machen. Und natürlich auch, was die Jungs machen, ob die dem Spiel eine Chance geben oder nicht. Aber wie gesagt, von meiner Warte ist das erstmal abwarten und ja, Codemasters kein Geld in den Rachen schieben, weil diese Vorbestelleraktionen dienen ja auch dafür, um Codemasters wissen zu lassen, ja, egal welchen Scheiß ihr programmiert, wir kaufen es und da mache ich sicher nicht mit. Und ein anderes Projekt, an dem ich gerade arbeite, mehr möchte ich noch nicht sagen, wird ein überraschendes Projekt, ist es aber eine Menge Aufwand, dass ich gerade nebenbei so schupfe. Bin schon mal gespannt, was ihr dann dazu sagt. Es wird ein cooles Projekt. Es wird kein Let's Play, wird ein bisschen was anderes. Und ja, ich freue mich schon mega drauf. Macht richtig Laune, das Aufnehmen. Das Schneiden nicht so. Aber ja, das kommt dann die Tage. Brauche ich noch ein Thumbnail, muss man noch überlegen, wie das dann am besten wirkt. Ihr wisst ja, beim Thumbnail, ja, bin ich auch ein bisschen speziell. War auch jetzt die letzten Tage, habe ich extremen Mehraufwand gehabt, weil ich von Stellaris die Folgen, die wir schon hochgeladen haben, so über 50 Parts, nochmal ein neues Thumbnail gebastelt habe und dann die ganzen Thumbnails nochmal ersetzt habe, von denen, die ich schon hochgeladen habe. Von Ben und Ed, von T&T und für T&T habe ich jetzt auch. TTT, genauso heißt. Habe ich jetzt auch viele Thumbnails geschnitten in letzter Zeit. Und ja, da bin ich immer speziell. Ich finde, es ist einfach. Thumbnails sind wichtig und dafür nehme ich mal gerne Zeit. Und ich bin ja über ein Typ, der sehr auf Corporate Design und Corporate Identity steht. Vielleicht mache ich da mal ein extra Video dazu. Ich liebe Thumbnails zu designen und ich habe schon Thumbnails gemacht für Projekte, die ich noch gar nicht aufgenommen habe. Einfach, weil mir das viel Spaß macht und weil ich dadurch auch immer wieder dazu lerne. Zum Beispiel GIMP verwende ich ja aktuell und nach wie vor Paint, eine Mischung aus Paint und GIMP. Und das läuft, wie ich finde, ganz gut und bin immer wieder dabei, neue Features zu entdecken von GIMP. Und das ist ein ganz gutes Learning, ist wie das Projekte schneiden, wo man auch immer wieder neue Effekte lernt oder neue Art und Weisen, wie man mit einem Schneideprogramm umgeht, was man alles machen kann mit dem, schon ganz cool. Und ich bin keiner, der Handbücher liest zum Beispiel, sondern ich mach's immer. Also ich schmeiß das Programm an und klick mich durch und schaue, ob ich da irgendwie weiterkomme. Wenn ich gar nicht weiterkomme, schaue ich mal kurz ein Video an auf YouTube, wie das andere machen. Aber das meiste ist wirklich selbst gelernt. Das macht mir einfach am meisten Spaß, selber drauf zu kommen. Und so merke ich es mir auch besser, als wie wenn ich mich in einen Workshop setze und höre mir tausende Funktionen an, komme raus und habe alles vergessen. Also das ist nicht die Art und Weise, wie ich es brauche, sondern Learning by Doing, es ist bei mir immer. Es wird bei mir keine Sommerpause geben. Es gibt einige Kanäle, die sagen, im Sommer machen sie nichts, da ist es ihnen zu heiß oder was auch immer. Wird es bei mir nicht geben. Also bei mir geht es nach wie vor gut weiter, eventuell reduziert, also wenn es wirklich extrem warm ist, wenn ich keinen Bock habe zum Aufnehmen, dann fällt halt mal eine Folge aus. Ja, es ist für mich ein Hobby und da kann ich das Privatleben nicht hinten anstehen lassen, aber ihr kennt mich, ich gebe eh mein Bestes, dass wir da viele Projekte auf dem Kanal haben und dass das immer
auch schön abwechslungsreich ist, dass immer was zum Gucken ist für jeden. Ich weiß, im Moment ist zum Beispiel die Action-RPGs ist jetzt mit Diablo ausgelaufen. Simon hat gerade leider keine Zeit zum Aufnehmen, aber da möchte ich auch gerne wieder was bringen. Im Moment noch nichts konkret geplant, aber ich weiß, dass das ganz gern geguckt wird und da bin ich auch dabei. Bei den Formel 1 Spielen zum Beispiel, wie ich es gerade vorher angesprochen habe, da kribbelt es mir halt auch. Möchte ich halt auch unbedingt wieder Rennen fahren, da war halt in einem guten Spiel. Simulationen habe ich jetzt auch ein paar am Kanal. Das sind immer so meine Steckenpferde. Nächstes Thema: Twitter. Ja, Valve ist jetzt auf Twitter. Ich habe jetzt einen Account. Erwartet sich nicht allzu viel. Ist wie bei den Livestreams, erwartet sich nicht allzu viel. Ich bin jetzt auch keiner, der da. Ich bin selbst auf Facebook so gut wie nie aktiv. Aber hin und wieder werde ich was posten. Und ja, wenn es mit den Livestreams weitergeht, werde ich das auch auf Twitter posten. Und wenn mal irgendwas unterkommt, dann werde ich das auch auf Twitter teilen. Also ich kann ja mal den Link in die Beschreibung reinpacken. Dann findet sie mich jetzt auch auf Twitter. So, das war's mit den Neuigkeiten und mit dem aktuellen Stand der Dinge bezüglich der Let's Plays, Twitter etc. Ich mache mich jetzt ans Weiterschneiden von meinem Australien-Trip und wünsche euch einen schönen Sommer und bis die Tage. Ciao!